So, hi Fans, willkommen zurück. Nächste Runde. Ich würde sagen, wir machen noch ein oder zwei heute Abend. Mal gucken. Mal gucken, wie es rauskommt. Es geht weiter mit We have been surrounded. Oh Gott. Oh Gott. Alter, echt jetzt. Survival Battle. Der Typ 95 Light Tank gegen M26 Pershing. 2 M24 und nochmal 2 M26. Weiß ich nicht, Digga. Das wird lustig. Survive 3 Minuten. Okay, einer ist direkt da neben uns. So, einer kommt direkt hier, an dem fahren wir vorbei. Da kommt der nächste, an dem fahren wir auch vorbei. So, damit haben wir schon mal 4 von 5 oben in dem Map. Und da ist der 5. Das heißt, wir verziehen uns hier rüber. Ich hätte eigentlich die andere von Farbe schon. Also auf Gold wird es ja auch ganz lustig, muss ich ehrlich sagen. So, Fokus habe ich jetzt hier auch keine Lust irgendwie zu suchen. Weil die ändern hier eh so oft ihre Location. Also oft ist relativ. Ich meine, die haben auch ihre festen Locations, aber gerade auf deren erkenne ich die jetzt nicht so. Der eine dich kennt. Da ist er hier rum. Meine Hunde gegen stand auch noch irgendwo einer. Bin mir aber nicht ganz so sicher, da ist er. Assault! Ja. Also jetzt auf normal haben die ja gefühlt gar nicht mal geschossen, gell? Also als wär's... Als wäre ich es überhaupt nicht wert, dass man auf diesen kleinen T95 schießt. T95. Mein Boko hier. Boko hier, Boko da, Boko lo, ho, Boko, Boko lo. Ja, von wegen. Ja. Crew, Naomi und zweimal Verzierung. So, dasselbe nochmal auf Hard und dann auch nochmal auf Experte. Und ich bin mir fast sicher, bei Experte müssen wir dann wieder 5 Minuten überleben, oder? So, dann ist hier schon 5 Minuten überlegen. Rechts. Hui! So, 5 Minuten hier rumkreisen, ohne getroffen zu werden. Und ich habe so dieses ungute Gefühl, wenn ich in dem Light Tank hier von dem 26 getroffen werde, bin ich so gut wie mit einem Schuss weg. Oh.
die Kuration ist Boko. Oh. Ah. Alter, das war... Wie lang war denn bitte schön deine Leitung? Schlecht. Also sie schießen gefühlt schon häufiger, aber sie treffen noch nicht so wirklich. Nein! Gib Gas! Boah! Der war knapp, der war knapp! Das einzig Gute ist, mit der niedrigen Silhouette kann ich mich zwischen den Dingfässern verstecken, zwischen den Steinen hier. Dass du an so einem Stein fährst und dir an dem Stein die Kette kaputt machst, ist ja auch abartig, ey. Boko. Ja, haben wir schon mehr als letzte Runde. Nein! Oh, er steht sich zu gut. So. Er steht die Mitte. Vielleicht. So, sieht gut aus. Da haben wir rechts, rechts, da war es nicht. Ich glaube, die sind jetzt gerade irgendwie alle rechts. Ich weiß nicht, wo der Gegner gerade rumzieht. Alter, wenn wir jetzt schon 5 Minuten überleben müssen, sag ich. Oh, da sind gleich 2. Hallo Freunde und ciao. So. Gut. Wenn wir jetzt schon 5 Minuten überleben müssen, sagt man es groß ist, und müssen wir dann auf extrem 10 Minuten überleben. Das wäre ja brutal. Da ist nochmal einer. Hier rein. Darum, dann schauen wir gerade nochmal hier weiter. Das war schlecht, aber sie schießen nicht. Ein Glück haben die jetzt nicht nochmal geschossen von dahinter. Rare Support Card, Remi Takashima, 4x Verzierung. So. Dann dasselbe nochmal auf extrem und ich will jetzt bitte nicht hoffen, dass wir jetzt 10 Minuten überleben müssen. Das wäre ja echt broken. Habe ich erwartet, dass sie jetzt nur mal ein Stückchen besser schießen als vorhin. Also
Also könnte sein, dass wir uns jetzt wahrscheinlich eine Klatsche gleich einfangen. Okay. Ich gleich einer. Das ist gleich die nächste. Clutch Damage. Knapp den Nebel. Oh, jetzt schießt der andere von der dritte noch. Jetzt schießt dann nochmal einer. Alter. Sind wir hier bei der Hasejagd oder was? Ah, was war jetzt das schon wieder? Nein, 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 stell dich auf, komm! Jetzt haben sie mir auch noch die Dinge. Ja, und jetzt muss ich noch die Dinge reparieren! Also eigentlich lief alles ganz gut, es war jetzt nur so ein total blöder Zufall, dass wir über diesen Stein gefahren sind, sind daran umgekippt, sind dann auf dem Dach liegen geblieben und dann war noch die Kette kaputt und ich musste mich zuerst aufrichten und danach die Kette reparieren. Das hat da, natürlich, wenn du so lange an einem Ort stehst, dann ist klar, dass wir auch mal treffen. Jetzt dürfte ja da gerade keiner mehr sein. Dann können wir einfach kurz den Boko hier mitnehmen. Hallo? Nehmen wir den Boko mit. Wir gehen einmal an der Außenflanke rum hier. Sehen gerade niemanden. Da kommt einer. Ja. Und den Boko mit, da kommt der andere da. Jetzt Angriff! Sturmangriff! Totsugeki! Das habe ich jetzt echt nicht erwartet. Probieren wir mal hier rum. Boah, nein, 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 nein. So, daneben. Leck mich doch!
Stress pur. Jetzt hätte ich gern die Fähigkeit mit diesem Ballon, der Feinde aufspürt. Dass ich weiß, wo der Gegner ist. Aber einer. Ich muss vor allem vorsichtiger fahren, dass ich nicht nur meine Ketten nehme, wenn ich irgendwie drüber folge. Totsukiki! Knapp daneben. Oh, gerade weiter so. Da drüben ist einer. Jetzt zählt ihn immer weiter in die gleiche Richtung, würde ich sagen. So, eigentlich ist es jetzt dumm, weil ich genau weiß, dass da hinten mich einer erwartet. Damit können wir mal hier reinfahren. Ja, dann wird er irgendwo hängen bleiben. Ja, da schießt wieder. Dann wieder hier rum. Da war hinter mir, habe ich was gehört. Ich habe mich jetzt nicht umgedreht. Ich muss langsam mal in der Baumweh von dem ganzen hin und her fahren. Hinten dürfte jetzt keiner kommen, die 10 Sekunden. Ja. Spiel ist beendet. Crew Marco Reise, zweimal Verzierung. Das war jetzt mal wieder was, hey. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich würde sagen, One-Hit-KO is what they call this. Sollen wir das mal noch probieren? Ich bin mir nicht sicher, ob wir das mit einem Mal schaffen. Mir im Crusader gegen Crusader, zweimal CV-33, zweimal Renault FT-17 und ein Super Rare Boko. Im Flag Battle. Yay, 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 yay. Okay, bei als normal ist alles FT-17. Bei Hard ist 3 Renault und 2 Tankkette und da. Oh Gott. Ne, wisst ihr was?
absolut negatorisch. Nee, das machen wir ein anderes Mal, aber sowas von. Ciao, Fans. Schönen Abend noch.